das auch schon einmal erlebt. Da braucht es manchmal nur einen ganz kleinen Auslöser und dein Kind reagiert oder explodiert vielleicht sogar. Bei manchen Kindern ist das nur in der Trotzphase so. Aber es gibt auch Kinder, da dauert die Trotzphase bis zum 12. Lebensjahr und geht dann direkt in die Pubertät über. Und da braucht es dann mehr als ein paar Formeln, um mit diesem willensstarken Kind eine gute Beziehung aufzubauen. Apropos willensstark. Vielleicht wird genau dein Kind in Zukunft einmal die Wissenschaftlerin oder der Wissenschaftler, der aufgrund einer Entdeckung dazu beiträgt, ein großes Problem dieser Welt zu lösen. Eine unheilbare Krankheit, der Klimawandel. Warum nicht? Denn viele führende Persönlichkeiten dieser Welt waren in ihrer Kindheit ziemlich intensiv. Mit Winston Churchill gab es nur Zores. Und auch von Albert Einstein, das wissen wir alle, der ist in Mathematik durchgerasselt. Auch deren Eltern hatten es nicht immer einfach. Ja, das stimmt. Ich kann mich erinnern, als meine Kinder noch klein waren, da waren wir im C&A und wir wollten mit dem Aufzug hinauf in die Kinderabteilung fahren. Und meine Tochter wollte diesen Knopf drücken. Leider wusste das die Dame, die mit uns im Aufzug war, nicht und hat, ja, diesen Knopf gedrückt. Und boom, mein Kind ist explodiert. Sie hat sich auf den Boden geworfen, hat gebrüllt, getobt und man konnte sie nur aus dem Aufzug heraustragen. Nicht nur die Dame hat sich gedacht, was ist denn das für ein Kind oder was ist das für eine Mutter? Wenn du wieder mal zu diesem Punkt kommst, dass du dir denkst, warum hat Gott gerade uns dieses verhaltensoriginelle Kind geschenkt und warum haben es andere so viel leichter? Dann können wir uns bewusst machen, nein, Gott macht keinen Fehler. Er hat dir dieses Kind geschenkt, dieses Kind braucht dich und gemeinsam mit ihm schaffen wir es, uns dieser Aufgabe gewachsen zu fühlen. Nicht immer habe ich mich dieser Aufgabe gewachsen gefühlt. Es hat schon Situationen gegeben, die waren wirklich sehr herausfordernd. Und da habe ich mir dann oft den Stapel Bücher genommen und die Tipps, die da drin waren, durchgeschaut. Und leider war es nicht so, dass, wenn man etwas ausprobiert hat, dass das dann sofort eine Reaktion, eine positive Reaktion hervorgerufen hat. Und es hat viele Momente gegeben, da musste ich mich ja mindestens so oft bei meinem Kind entschuldigen, wie das Kind auch bei mir. Elternsein ist anstrengend. Und gerade bei willensstarken Kindern kommen wir sehr schnell an unsere Grenzen. Und sind wir uns ehrlich, dieser Job, Überstunden sind die Regel, die Bezahlung ist miserabel und Anerkennung gibt es dafür auch keine. Aber mit einer positiven Einstellung und der richtigen Strategie für schwierige Momente kann Gott uns relativ weit bringen. Ich habe in dem Buch mit dem Kopf durch die Wand 3 Punkte gelesen, die mir damals sehr geholfen haben. Die erste Sache war, mache dein Selbstwertgefühl nicht von dem Verhalten deines Kindes abhängig. Der zweite war, verlier nicht den Humor. Lach mal über dich selber, denn Lachen entspannt und viele der Geschichten, die man da erlebt, sind dann später, wenn die Kinder erwachsen sind, ganz lustige Anekdoten. Und der dritte Punkt ist, sorge für dich selbst. Ich kann mich erinnern, für mich war Schlafmangel das Schlimmste. Ich wurde da ganz ungeduldig. Für andere Eltern ist es vielleicht eine ausgewogene Ernährung oder Zeit für sich selbst. Nimm dir diese Zeit. Und wenn du wissen möchtest, was aus meinem willensstarken Kind geworden ist, oder wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du dein willensstarkes Kind durch die Phase hindurch begleiten kannst, dann treffen wir uns beim nächsten Zoom-Meeting. Alle Informationen dafür findest du unter dem Video. Wir sehen uns dort.